Den Jubel kennt ihr bereits, aber wie sieht es mit dem Jubel aus? Auch schon gekannt? Den hier wohl eher nicht. Und diesen seht ihr bestimmt zum allerersten Mal. Und zwar seht ihr ihn bei Werder TV Inside und damit moin und herzlich willkommen zu Werder TV Inside nach dem Festspielwochenende hier bei uns im schönsten Stadion der Welt, direkt aus dem Weserstadion. Die Stimmung in dem Stadion ist ganz anders. Hier ist das ganze Spiel, geht das und dann wir Lieder und Songs und alles, aber in England geht das, ist das nicht so. Okay. Das ist mehr ruhig und wenn da etwas passiert, dann... Was gefällt dir besser, das hier oder in England? Ja, hier, klar. Hier, okay, aber, das war schön. Und uns gefällt es hier viel besser, Davy, wenn ihr so spielt wie am Freitagabend 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga. Dazu herzlichen Glückwunsch. Aber wir schauen heute auf etliche Sieger und Siegerinnen von diesem fulminanten Werder-Wochenende. Ja. Anfangen tun wir aber mit einem, über den im Moment ganz Bremen spricht. Ganz genau, Joshua Sargent und sein Debüt in der Bundesliga. Well, this is a very proud moment for one of the bright starlets of US football. Joshua Thomas Sargent gets his first taste of the Bundesliga. Und diesen Geschmack, den wird Joshua Sargent wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Gerade 87 Sekunden auf dem Feld und dann endlich, nach 18 Jahren und ich glaube 290 Tagen waren es, endlich der erste Ballkontakt im Profifußball und was für einer. Plenty of options in there, Harnik and Sargent. How about that? First touch in the top flight of German football. Erste Ballkontakt. Ich? Das muss ja dann in Augsburg gewesen sein. Ja, ich kann dir sagen, mein erstes Spiel war in Berlin. Ich bin reingekommen in den letzten 15 Minuten. Nee, war es ein Handspiel? Ich glaube, das war ein Einwurf. Das war mein erster Kontakt mit der Hand. Ja, ich habe ein erstes Champions League-Spiel gemacht und danach habe ich direkt ein Tor gemacht. Aber nicht mit dem ersten Ballkontakt? Nee. Nein, nicht, aber zweiter oder dritter. Ja. Ich sag mal so, ich glaube, mein erster Ballkontakt in meiner Karriere in der Bundesliga war nicht so spielentscheidend, glaube ich. Ein Pass auf die rechte Seite, da habe ich ein Spiel getriebelt, Flanke, und dann hat den Bogdanovic den Tor gemacht, haben wir unentschieden da gespielt. Ich glaube, das war mein erster Kontakt, aber ich bin nicht sicher. Das ist eine Geschichte, die schreibt der Fußball. Vielleicht erster Kontakt zur Vorarbeit zum Tor, wenn ich Pizza da richtig verstanden habe. Oder erster Ballkontakt direkt zum Tor in der Bundesliga. Oder zweiter oder dritter Kontakt zum Champions League-Tor. Was hättet ihr für euer Traumdebüt lieber? Hier oben in der Infobox gibt es eine Abstimmung mit Claudio Pizarro, Josh Sargent und Davy Klaassen. Was immer dabei rauskommt, eins steht fest, der gemeine Kommentator des Profifußballs und auch, ich glaube, der ein oder andere Fan nennt so etwas einen Traumeinstand. Für Joshua Sargent allerdings gilt das nicht so richtig. Wir haben mal ein bisschen genauer hingeguckt auf seine Einstände in den jeweiligen Teams und haben festgestellt, eigentlich ganz normaler Einstand für Josh. Pieces. This cut back and Sargent scores! Deflected on the way through by Josh Sargent and that was straight off the training ground, that move. Tore zum Einstand für Josh Sargent offensichtlich nichts Außergewöhnliches. Das wusste auch Sebastian. Mit dem Hashtag Social-Ecke kündigte er am Freitagabend bereits den Sargent-Treffer an. Bei Twitter ging der Hashtag Sargent im Nachgang des Spiels natürlich durch die Decke. Und auch vor dem Spiel war der US-Boy bereits Thema bei den Fans, warum genau Sargent jetzt einen Kaderplatz verdient hätte. Katja Maximum, ich glaube, die Frage
ist beantwortet. Josh selbst zeigt bei Twitter jedenfalls sehr bescheidenen Glücksmoment. Beginner's Luck, Anfängerglück, sein Tweet zum ersten Bundesliga-Einsatz bzw. Bundesliga-Tor. Ganz anders sieht das in die FIFA. Der oder die Josh gleich zum Superhelden umstylt. Sehr geiles Bild von Captain America, Captain Josh. Ein bisschen hochgegriffen vielleicht für diesen einen Ballkontakt, aber trotzdem sehr geil. Ja, ehe sich jetzt einige darüber streiten, ob dieser Ballkontakt überhaupt nötig gewesen wäre, um den Ball tatsächlich ins Tor zu buxieren, oder ob er damit Martin Hanek das zweite Tor in diesem Spiel weggenommen hat. Nee, er hat wahrscheinlich dasselbe getan. Weil nicht, weil er unbedingt das Tor schießen wollte, sondern weil er in dem Moment ja auch nur auf den Ball schaut. Und was ist, wenn ein Verteidiger noch irgendwie von hinten kommt und den dann von der Linie kratzt oder so. Deswegen war das schon in dem Moment die richtige Entscheidung. Wenn ich gesehen hätte, dass er komplett alleine da steht und der Ball wirklich reingegangen wäre, dann hätte ich mich auch über einen Doppelpack gefreut. So freuen wir uns auf jeden Fall alle über diese wunderbare Geschichte für Josh Sargent und über 3 Punkte gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, und natürlich auch über eure Tweets mit dem Hashtag SocialEcke. Das ist euer schnellster Weg zu uns, zu Inside. Da kennt Bernie Ernie, der hat nämlich SocialEcke benutzt. Der kennt bereits den Typ der Woche von heute. Meint er jedenfalls, Bernie Ernie. Wir hätten da auf jeden Fall noch einen weiteren Vorschlag. Und der hat am Wochenende bzw. am Freitagabend auch sein Debüt gegeben für Werder und sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Himself. Oh, it's the perfect shot. Kevin Movad in his first Bundesliga start with Werder Bremen. And then Hanek turns it home. And Sargent, how about that for your Bundesliga entrance? The negative sequence is over for Werder Bremen. Siehst du, Bernie Ernie, alles gar nicht so einfach mit dem Typen der Woche. Das ist keine Entscheidung, die man mal ebenso im Vorbeigehen treffen kann. Das ist eine seriöse, fundierte Entscheidung. Naja. Auf jeden Fall müssen wir eine Lösung finden. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen den, der das schönste, das beste Tor gemacht hat. Ich hätte das Ding auch so über die Linie drücken können oder ist mir scheißegal, Hauptsache der Ball liegt drin und wir haben das Spiel gewonnen. Und ja, aber sieht natürlich schon optisch noch mal ein bisschen besser aus. Zugegeben, das Tor von Kevin Möwald war in dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf das Schönste. Aber war es auch das Beste vom langen, torreichen Werder-Wochenende? Die anderen Teams haben genug Vorschläge eingereicht. Alle Tore vom Wochenende findet ihr übrigens immer dienstags in der Torschau auf Werder TV. Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Das Thema hieß eigentlich Typ der Woche. Da wollen wir uns gar nicht rausstehlen. Wir haben gesagt, wir nehmen einfach das mit dem schönsten Tor. Das von David Lennart Philipp, das war ein schönes Tor. Das war auch das Siegtor gegen Hannover 96. Das von Kevin Möwald hier im Bundesliga-Stadion auch ziemlich gut. Aber ganz im Ernst, das Beste kommt von ihm. Ich habe gesehen, 2 Gegenspieler sind bei mir, da habe ich den Ball zurückgezogen, da wollte ich schießen, dann habe ich nochmal abgeschaut, da sehe ich, der Torwart liegt schon auf dem Boden, dann habe ich den einfach drüber gelupft. Ja. Also natürlich auch Glück dabei, aber ja. Damit ist es amtlich, Jan-Niklas Beste ist unser Typ der Woche. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team von Werder TV Inside und seinen Insidern. Und ihr habt alle gewonnen, eine halbe Minute abfeiern im Fanmobil.
womit soll ich anfangen? Tja, Düsseldorf, tut mir leid für euch, aber tja, die Besseren waren wir. Sargent, sein erstes Ding, super, ehrlich. Ich weiß nicht, gefühlte 60 Sekunden war der drin und er machte das Ding rein. Super Ding. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist hier, zack, Werder-Tasse, Werder-Punsch und genießen. Ja, ich, ja. Und ihr auch? Super. Ich freue mich jetzt auf Dortmund. Ich nehme mal an, wir überraschen mal die Dortmunder. Mit einem kleinen 1:2 oder so. Auf jeden Fall sehen wir uns in Dortmund. Ja?